Okay, Leute, heute soll es mal darum gehen. Heute reden wir mal über abgesagten Stream, der jetzt neulich war und zwar hat Abge abends live gestreamt. Leute, müsst ihr wissen. Und natürlich haben da wieder ein paar Leute donated. Ihr kennt das ja alles so mit Donaten, mit Wirtschaften. Ja, was war denn da mal wieder los? Wieso sollen wir jetzt darüber reden, über diesen Vorfall? Ja, Leute. Die Leute haben einfach donated und haben teilweise Merch-Vergrößerungen bekommen, bis zum geht nicht mehr. Haben einfach das Plot voller Erde leer bekommen. Ich finde sowas einfach nur unverschämt. Leute, die nicht so viel Geld haben, können bei ihm nicht donaten, damit sie das nicht bekommen, Digga. Das ist doch unfair. Man sollte nur donaten, wenn man Spaß daran hat und wenn man ihm irgendwas Gutes wünschen will und nicht, wenn man was irgendwas auf Reaver Games haben möchte, Leute. Das finde ich irgendwo schon ein bisschen unfair. Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung unten in die Kommentare. Aber Leute, es gab ja nicht nur diesen Vorfall. Es gab ja auch noch wieder, dass YPEX sich mal wieder verarscht gefühlt hat. Und dass, also das YPEX hat mal wieder abgeverarscht, als dass er ein Duplizierer wäre, hat sich ein paar Stacks Spawner geholt, sich so ein Grundstück hat wieder gebaut. Akka hat sich zuerst gedacht, scheiße, nee, hab jetzt keine Lust mehr darauf so. Und dann ist er da auf CDBTF hingegangen, zu dem zweiten Account von Abge halt. Von YPEX, tut mir leid. Und Leute, als Abge in dem Moment, wo Abge gesagt hat, dass Spawner jetzt übelst runtergehen werden, weil der bestimmt schon ein Stack oder so gedroppt hat, dachte halt, Abge ist echt ein Duplizierer, haben direkt 10 Leute ein Shelling gemacht, ich verkaufe Spawner für 20k. Das kann es doch irgendwo schon wieder nicht sein, Leute. Dass so viele Leute auf Abge hören, wenn es um die Preisbestimmung geht. Ganz ehrlich mal, wie dumm muss man sein, um darauf auf Abge zu hören? Verstehe ich nicht, Leute. Übrigens nicht wundern, warum da Biegen stehen, die habe ich neulich erst aufgestellt. Ja, Leute, ich finde sowas einfach nur unverschämt. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser. Allgemein in dem Stream war es so, da kamen zwei Leute mit Winch erfüllen dran, obwohl er gesagt hat, dass er mehr Leute dran nehmen will. Aber nee, Leute, er muss die ganze Zeit auch noch donaten und was hast du nicht gesehen, ja? Da werden die ganze Zeit donated, Junge, dann bekommen die Leute Merch-Vergrößerung, alles Mögliche. Was er auch noch gemacht hat, Leute. Er hat am Anfang des Streams gesagt, heute machen wir keinen Money Drop mit, nicht die Server überflutet werden. Was hat er denn am Ende gemacht? Weil er aus CDBTF so ehrenhaft war und den Duplizierer innerhalb von ein paar Sekunden gemeldet hat. Ja, er hat einen Money Drop gemacht. Natürlich ist der Server denn bis zum Anschlag hin vollgegangen. Ich glaube, der ist sogar abgekackt, ich weiß nicht. Leute, gerne mal euren Kommentar zu dieser Thematik nach unten in die Video, unten ins Video, in den Kommentar rein. Und ich mache mal noch ein Gewinnspiel, Leute. Schreibt einfach jetzt Hashtag Beacon unten rein und ich verlose das hier. Die Baumeisterpicke verlose ich, Leute. Einfach Hashtag Beacon unten reinschreiben und dann könnt ihr schon dran teilnehmen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.